Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Pfannkuchen und Salat. Von Fruchtomelettes, da mag berichten ein Dichter aus den höheren Schichten. Wir aber, ohne Neid nach oben, mit bürgerlicher Zunge loben uns Pfannkuchen und Salat. Wie unsere Liese delikat so etwas backt und zubereitet, sei hier in Worten angedeutet. Drei Eier, frisch und ohne Fehl, und Milch und einen Löffel Mehl, die quirlt sie fleißig durcheinand zu einem innigen Verband. Sodann, wenn Tränen auch ein Übel zerstückt sie und mengt die Zwiebel mit Öl und Salz zu einer Brühe, dass der Salat sie an sich ziehe. Um diesen ferner herzustellen, hat sie Kartoffeln abzupellen. Da heißt es fix die Finger brauchen, den Mund zu spitzen und zu hauchen, denn heiß geschnitten nur allein kann der Salat geschmeidig sein. Hierauf so geht es wieder heiter mit unserem Pfannkuchen weiter. Nachdem das Feuer leicht geschürt, die Pfanne sorgsam auspoliert, den Würfelspeck hineingeschüttelt, sodass es lustig brät und brittelt, kommt herüber mit Gezisch das ernst erwähnte Kunstgemisch. Nun zeigt besonders und apart sich Lieschens Geistesgegenwart, denn nur zu bald, wie allbekannt, ist solch ein Kuchen angebrannt. Sie prickelt ihn, sie stockert ihn, sie rüttelt, schüttelt, lockert ihn und lüftet ihn, bis augenscheinlich die Unterseite eben bräunlich, die umgekehrt, geschickt und prompt jetzt ihrerseits nach oben kommt. Geduld, Geduld, es währt nur noch ein bissel, dann liegt der Kuchen auf der Schüssel. Doch immerhin die Einverleihung, wie die zu Mund und Herzen spricht, das spottet jeglicher Beschreibung. Drum endet das Gedicht. Stark in Glauben und Vertrauen, von der Burg mit festen Türmen kannst du dreist herniederschauen, keiner wird sie je erstürmen. Lass sie graben, lass sie schanzen, stolze Ritter, grobe Bauern, ihre Flegel, ihre Lanzen prallen ab von deinen Mauern. Aber hüte dich vor Zügen in die Herrschaft des Verstandes, denn sogleich sollst du dich fügen den Gesetzen seines Landes. Bald umringen dich die Haufen, und sie ziehen dich vom Rosse, und du musst zu Fuße laufen, schleunig heim nach deinem Schlosse. Der kluge Kranich. Ich bin mal so, sprach Förster Knast, die Flunkerei ist mir verhasst. Doch sieht man oft was Sonderbares. Im Frühling, vor 5 Jahren war es, als ich stockstill den Hahn gespannt, beim Mondschein vor dem Walde stand. Da lässt sich plötzlich flügelsausend ein Kranich her, wohl an die 1000, ganz dicht zu meinen Füßen nieder. Sie kamen aus Ägypten wieder und dachten auf der Reise nun, sich hier ein Stündchen auszuruhen. Ich selbstverständlich schlau und sacht gab sehr genau auf alles Acht. »Du Hans«, so rief der Oberkranich, »hast heut die Wache, drum ermahn ich, dich ernstlich halt ich stramm und pass gehörig auf, sonst gibt es was.« Bald schlief ein jeder ein und sägte. Hans aber stand und überlegte, er nahm sich einen Kieselstein, erhob ihn mit dem rechten Bein und hielt sich auf dem linken nur in Gleichgewicht und Positur. Der arme Kerl war schrecklich müd, erst fiel das linke Augenlid, das rechte blinzelt zwar noch schwach, dann aber folgt's dem andern nach.
Da schnarch ich sogar. Ich denke schon, wie wird es dir gehen, mein Sohn? So denke ich doch im Augenblick, als ich es dachte, geht es klick. Der Stein fiel Hänschen auf die Zeh. Das weckt ihn auf, er schreit, au, weh. Er schaut sich um, hat mich gewittert, pfeift, dass es Mark und Bein erschüttert, und also gleich im Winkelflug entschwebt der ganze Heereszug. Ich rief Hurra und schwang den Hut. Der Vogel, der gefiel mir gut, er lebt auch noch. Schon oft seither sah man ihn fern am schwarzen Meer auf einem Bein auf Posten stehen. Dies schreibt mein Freund, der Kapitän. Und was er sagt, ist ohne Frage so wahr, als was ich selber sage. Kopf und Herz. Wie es scheint, ist die Moral nicht so bald beleidigt, während Schlauheit allemal wütend sich verteidigt. Nenn den Schlingel liederlich, leicht wird er's verdauen. Nenn ihn dumm, so wird er dich, wenn er kann, verhauen. Ungenügend. Sei es freundlich, sei es böse, meist genügend, klar und scharf, klingt des Mundes Wortgetöse für den täglichen Bedarf. Doch die Höchstgefühle heischen ihren ganz besonderen Klang. Dann sagt grunzend oder kreischend mehr als Rede und Gesang. Fink und Frosch. Auf leichten Schwingen frei und flink zum Lindenwipfel flog der Fink und sang an dieser hohen Stelle sein Morgenlied so glockenhelle. Ein Frosch, ein Dicker, der im Grase am Boden hockt, erhob die Nase, strich selbstgefällig seinen Bauch und denk, die Künste kann ich auch. Alsbald am rauen Stamm der Linde begann er, wenn auch nicht geschwinde, doch mit Erfolg emporzusteigen, bis er zuletzt von Zweig zu Zweigen, wobei er freilich etwas keucht, den höchsten Wipfelpunkt erreicht. Und hier sein allerschönstes Quaken ertönen lässt aus vollen Backen. Der Fink, dem dieser Wettgesang nicht recht gefällt, entfloh und schwang sich auf das steile Kirchendach. »Wart«, rief der Frosch, »ich komme nach.« Und richtig ist er fortgeflogen, das heißt nach unten hin im Bogen, so daß er schnell und ohne Säumen nach mehr als 20 Purzelbäumen zur Erde kam mit lautem Quak, nicht ohne Unbehagen. Er fiel zum Glück auf seinen Magen, den dicken, weichen Futtersack. Sonst hätte er sicher sich verletzt. Heil ihm, er hat es durchgesetzt. Verwunschen. Geld gehört zum Ehestande. Hässlichkeit ist keine Schande. Liebe ist beinahe absurd. Drum, du nimmst den Junker Jochen innerhalb der nächsten Wochen, also sprach der Ritter Kurt. Vater, flehte Kunigunde, schone meine Herzenswunde, ganz umsonst ist dein Bemühen, ja, ich schwör's bei Erd und Himmel, niemals nehm ich diesen Lümmel, ewig, ewig hasse ich ihn. Nun, wenn Worte nicht mehr nützen, dann so bleibe ewig sitzen. Marsch mit dir ins Burgverlies. Zornig sagte dies der Alte, als er in die feuchte, kalte Kammer sie hinunterstieß. Jahre kamen, Jahre schwanden, nichts im Schlosse blieb vorhanden, außer Kunigundens Geist. Dort, wo graue Ratten rasseln, sitzt sie zwischen Kellerasteln, von dem Feuermolch umkreist. Heut noch
ist es nicht geheuer in dem alten Burggemäuer um die Mitternacht herum. Wehe, ruft ein weißes Wesen, will denn niemand mich erlösen? Doch die Wände bleiben stumm. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.